Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Schlegel, jetzt gibt es eine neue Ausstellung hier in der Galerie, in der Besserstraße. Was wird denn die Besucher erwarten? Ja, also wir sind jetzt etwas später angefangen in diesem Jahr. Das heißt, die ersten 2 Monate haben wir ein bisschen verstreichen lassen, weil der Adventsmarkt doch uns viel Kraft gekostet hatte. Jetzt mit Wolfgang Severin Ieben eine neue Ausstellung zu machen. Er ist auch Mitglied von unserem Verein. Hatte vor kurzem eine größere Ausstellung auch gehabt in Bützow. Und danach haben wir gesagt, okay, Güstrow kommt nicht so oft nach Bützow. Machen wir das bei uns jetzt nochmal im Anschluss mit ihm zusammen, weil er schon lange nicht mehr hier war. Das letzte Mal war es vor circa 7 Jahren. Da hat er noch mit Hans Naczynski hier eine Ausstellung gehabt, die gut besucht war. Und wir wollten, er hat ja in der Zwischenzeit sehr viel gemalt. Also auch ich war in seiner Wohnung gewesen, da hat kaum noch Platz zum Wohnen, es sind nur noch Bilder da drin. Also in Bützow hat 150 Bilder ausgestellt und die Wohnung war noch voll. Also es ist sehr intensiv, hat er gemalt und haben gesagt, dann suchen wir was raus, was zu ihm passt. Mhm. Und jetzt, er sagt ja auch, es ist das Tagebuch seines Lebens, sagt er irgendwie, was er so insgesamt über die ganzen Jahre zusammengesammelt hat. Ja, und ein bisschen wird es ja auch kombiniert mit Werken von Hans Naczynski. Genau, also das wollten wir wieder im Raum ein bisschen auffüllen, weil eine Bilderausstellung ja dann immer nur an der Wand ist, normal. Damit das ein bisschen Raum Fülle kriegt, haben wir die Möglichkeiten, dass wir jederzeit mit Naczynski ein bisschen auffüllen können und das passt ja auch ein bisschen dazu. Und wann kann man denn die Ausstellung immer sehen? Sie wurde ja am Sonntag eröffnet, ja. Und wann ist sie dann immer zu sehen? Also wir haben dann immer, Öffnungszeiten haben wir dienstags und sonntags immer und immer nachmittags. Wir können aber jederzeit hier vorbeikommen und klingeln, wenn jemand im Hause ist. Also normalerweise ist immer jemand im Hause, der macht dann auch auf und zeigt die Ausstellung. Ansonsten ist es immer von 14 bis 17 Uhr am Dienstag und am Sonnabend. Und Sie sind ja ein Verein zur Förderung religiös motivierter Kunst. Was ist Ihnen denn ein Anliegen? Also warum was möchten Sie tun oder was möchten Sie nach vorne bringen? Ja, Kunst ist ja immer darstellende Kultur im Zeitgeist. Sagen wir mal zusammengefasst das Ganze. Das heißt, wir wollen auch mit dieser Kunst die Physiologie des Menschen darzustellen. Also die Kunst spiegelt ja immer den einzelnen Künstler wider, wie er sein Umfeld sieht. Und die Ideologie, die wir vertreten, ist natürlich eine christliche Ideologie, die im Hintergrund steht, die wir als Grundlage unseres ganzen staatlichen Aufbaus hier haben, die ja irgendwo lebenswert ist und Lebenswerte vermittelt. Und das soll eigentlich auch über diese Kunst rüberkommen, die wir zeigen. Und das wollen Sie ja in diesem Jahr noch häufiger tun. Gibt es bestimmte Termine, die man sich vielleicht schon mal vormerken kann? Ja, wir haben in diesem Jahr noch 2 große Highlights. Erstmal vom Kulturprogramm und zum anderen natürlich Karl Salz haben wir. Wir sind auf ihn gestoßen, der wohnt in Parchim. Das ist ein Künstler, der in Hamburg geboren ist und seit ungefähr 15, 17 Jahren in Parchim wohnt. Und eine Unmenge von Bildern, die wir schon mal gesichtet haben bei ihm. Wir sind auf ihn gestoßen, er hat sich auch mit uns in Verbindung gesetzt. Er kann selbst nicht mehr kommen, gesundheitlich ist er nicht mehr dazu in der Lage. Ganz interessante Person, ist in Hamburg geboren, hat in Hamburg auch Kunst studiert, hat in Italien eine Studienreise gemacht, nicht nur Studienreise, also auch in Italien studiert, eine längere Zeit, über ein Jahr in Frankreich und dort hat er sich dann über die ganze Breite musikalisch ausgebildet und dann auch Malerei, Plastik, alles was so dazu kommt. Und wann wird das hier zu sehen? Das wird am 30.8., 31.8. werden wir die Ausstellung hier öffnen. Und das Interessante ist bei ihm, er hat eine neue, surrealistische Malerei und er nennt sie selbst skurrile surrealistische Malerei. Also Sie haben uns schon ganz neugierig gemacht, wir könnten jetzt eigentlich schon August haben, aber die Kunstnacht, die ist ja auch noch in diesem Jahr und da haben Sie ja auch was Besonderes vor, vielleicht noch mal ganz kurz. Ja, die Kunstnacht haben wir unser Programm, wir sind ja auch schon 3 Jahre nicht mehr dabei gewesen und dieses Jahr wollen wir dann wieder voll mitmachen und da habe ich Glück gehabt, dass wir Heidi Jaschnik bekommen haben, die ist im Jazz-Duo Café.
Die wird dort mit ihrem Saxophon, ihr könnt zeigen. Sie war auch schon mal hier auf dem Franz-Paar-Platz und hat schon mal mit dem Saxophon im Vorfeld gespielt dort, also im Nachmittagsprogramm. Also es ist schon ein Highlight, was da kommt dazu. Ja, dann dürfen wir uns also freuen. Vielen Dank für das Interview und die Informationen. Ja. Dankeschön, Herr Schlegel. Gerne. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.